Dunkelheit versperrte ihm die Sicht, als er den Kerker betrat. Schwarze Schatten formten Gestalten an den Wänden, als sich das Licht seiner Fackel ausbreitete. Dann, plötzlich, ein Knurren aus einer finsteren Ecke. Er hielt den Atem an und versuchte, keinen Ton von sich zu geben. Etwas bewegte sich in der Dunkelheit. Nun konnte er etwas erkennen. Eine Pfote. Unter dem modrigen Fell ragten schmutzige Krallen hervor. Sie waren messerscharf. Der dampfende Atem roch widerlich. Doch er musste an dem, was sich in der Dunkelheit verbarg, vorbei, um den Auftrag erfüllen zu können. Waren diese blauen Kristalle sein Leben wert? Als er einen Schritt nach vorn wagte, vernahm er ein Knurren. Er wusste nun, dass er die ungeteilte Aufmerksamkeit der Bestie hatte. Für einen Rückzug war er zu weit in den Kerker vorgedrungen. Wenn auch mit der Beute eine reiche Belohnung wartete, konnte er jetzt nicht leichtsinnig werden. Da trat sie ins Licht der Fackel